So, was haben wir denn hier drin von Raum? War die Türe letztes Mal nicht sogar verschlossen? Weil da bin ich ja gar nicht reingegangen. Ich bin der Meinung, zum Verstecken halten. Ah, wir können uns hier also vor dem Alienviech oder was auch immer auf uns zukommen wird, verstecken. In einem Spind oder so. Da drüben haben wir auch noch einen Speicherpunkt. Hier hat jemand Schach gespielt. Bringt mich aber auch groß nicht weiter. So, hier haben wir noch eine Türe. Hier haben wir was zum Rumpiepen. So, schon wieder so eine blöde verschlossene Türe. Aber ich habe doch gar nichts. Hier liegt ein T-Shirt rum. Oh. Okay. Blut. Tropft es da runter? Ah, ne, ich glaube nur Wasser. Okay, warum der Tisch hier so? So, von hier sind wir gekommen. Hier kommen wir natürlich auch noch nicht rein. Aber ich weiß gar nicht, ob hier groß was Interessantes drin wäre. So, hier liegt einer. Na super. Ich wollte schon sagen, hier so ein kleiner Lagerraum. Vielleicht findet man hier irgendwas. So, mal ein bisschen Musik an, oder? Nicht, dass es hier so traurig rüberkommt. Ah, hier haben wir so einen Lüftungsschacht. Oh, Scheiße. Oh, der hat aber hier ein paar tolle Sachen rumliegen eigentlich. Können wir vielleicht sogar gebrauchen. So, wenn ich hier durch den Schacht gehe, könnte das vielleicht sogar funktionieren. Oh, hier geht's nach oben. Weiß ich auch nicht, ob ich hier auf der richtigen Fährte bin. Aber ich denke schon. Sieht schon mal gut aus hier nach links. Ja, ist immer so verdammt dunkel, aber ich habe eigentlich nichts mehr. Drücke zum Bauen. Was kann ich hier bauen? Okay, was kann ich sonst schon groß machen? Ja, und jetzt habe ich das Medikit, oder wie? So, Gerät gebastelt. Hier eine Bastelstunde auch noch. Hier ist auch irgendwie was Schmieriges auf dem Boden. So, na dann. Hören wir mal hier den Dinger ab. Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Haben Sie es verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die Scheiße. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Wir sollten uns beschützen. Das ist jetzt Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Wir haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie... um niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. Ja, das wäre natürlich auch eine Idee irgendwie. Aber warum wollten die Leute einsperren? Oder vielleicht nicht die Leute, sondern hier... das Alien-Viech, aber das krabbelt doch. Stand der Wagen nicht noch da? Gerade eben? Hat sich doch gerade alles bewegt. Gerade mitten am Reden, habe auch gar nicht so groß drauf geachtet. Aber ich meine, der Wagen stand vorher noch da. So, schauen wir mal hier rein. Weiß auch nicht, ob das immer gut oder schlecht ist, hier alles aufzumachen. So, da drüben. Ja, können wir noch ein paar Sachen wohl einsammeln, oder? Folgende Person. Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste?
Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. So, oh, hier sieht es eigentlich auch interessant aus. Ein Kontrollraum, aber... Ja, hier funkt es auch ein bisschen rum und so. So, und warum hat das jetzt hier wieder so ein komisches Geräusch gemacht, als ich hier rausgekommen bin? Wie als wäre gerade nochmal was passiert oder so. So, an der Türe komme ich da weiter oder... Ist hier auch wieder dunkler geworden? Ich meine mal, am Anfang ist es so ein bisschen hell und dann wird es immer dunkler. Hier können wir die entfernen, da hinten könnten wir auch ja noch wo rein. Weiß nicht, vielleicht finden wir da hinten noch irgendwas Interessantes oder so. Vor allem hier lag ja noch irgendwo was rum, aber gefunden haben wir ja nichts. So, nun. Irgendwo war das doch mit dem Ionenschneider. Den habe ich natürlich nicht. Hier können wir aufmachen. Da drüben war ja verschlossen. Ich bin manchmal immer so ein bisschen still, weil ich auch ein bisschen hören will, weil ich immer so komische Geräusche höre. Teilweise auch, habe ich das Gefühl, irgendwo läuft was oder so. Also wenn ich mal so kurz still bin oder mal mitten im Satz mal unterbreche oder so, dann kann es sein, dass ich irgendwas Komisches gehört habe. Oder ich einfach nur Schiss habe und mir in die Hosen gemacht habe. Aber, naja, das ist eine andere Geschichte. So, was liegt hier? Wieder ein paar Sachen. Ja, was zur Hölle, können wir da auch alles bauen? Also wer es auch noch nicht so ganz weiß, Alien Isolation ist jetzt nicht so wie der Vorgänger. Wie hieß nochmal der Vorgänger? Alien Colonial Marines oder irgendwie so. Aber nicht so ein Shooter, sondern eher so, jetzt nicht Richtung Schleichspiel, sondern eher so halt schleichen, verstecken oder halt eigentlich, weil wir halt auch groß keine Waffen und so haben. Deshalb sind wir eigentlich, sind wir ein bisschen ungeschützt, eher nackt. Und müssen dann eher von den Aliens wegrennen. Ich weiß es halt nie, ob ich jetzt Alien sagen soll oder Aliens. Also einer wird es ganz sicher sein. Aber ob es mehrere gibt hier, das weiß ich halt auch nicht. Wie viel sich da in meinen Weg stellen werden. Ich weiß nur, dass wir uns eher nur verstecken müssen. So, war da nur eine Türe verschlossen? Dann schauen wir halt mal weiter. Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie? Ripley. Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin?
Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig, da lauern so einige Gefahren. Okay? Ja, ich weiß noch nicht so ganz, ob man hier dem Axel trauen kann. Aber er ist selber auch so ein bisschen unsicher oder eher so, ja, eher ängstlich. Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Und deshalb ist er eigentlich auch in derselben Lage wie wir, dass wir uns gegenseitig nicht richtig trauen können. Aber er hat zumindest mal eine Knarre. Ich sag mal, wenn er auf unserer Seite ist. Gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Ja, solange auf unserer Seite ist, ist es noch ein bisschen vom Vorteil, dass wir jetzt eine Knarre hier haben. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Ja, und was wollen die zwei? Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Okay, und wie viele Leute leben hier noch? Aber ich muss schon sagen, so die Grafik und auch die Lichteffekte und so sehen eigentlich richtig cool aus. Bin ich gerade froh, dass ich es auf der PS4 gekauft habe, nicht auf der PS3. Ja, hallo. Wie bin ich sonst hierher gekommen? Du Volltrottel. Moment. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Gestatten Sie? Dann. Die Station ist alt und eigenwillig. Was soll das heißen, eigenwillig? Darf ich drücken? Hoch, na, runter? Worauf keine Ahnung. Sie? Drücken Sie den Knopf. Ja, welchen? Ach, den da. Genau, ja. Habe ich natürlich gewusst. Oh mein Gott. Achso, ich habe schon gedacht. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, was, eine Glatze. Wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Oh Mann, natürlich glauben wir den nicht, wenn er sagt ein Monster. Also ich hätte in seiner Situation gesagt halt ein Killer oder so, weil das wird sich natürlich ja ein bisschen realistischer anhören. So, oh. Also jetzt treffen wir hier lauter Leute, oder wie? Am Anfang gar niemand. Und jetzt? Ja, was ist los? So, halten Sie allein, so bewegen Sie. Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. So, was ich auch ganz cool finde, wenn man so eine Kamera hat von der PlayStation, dann kann man auch. Wir müssen an denen vorbei. Ja, chill mal. Folgen Sie mir. Dann kann man auch mit der Kamera, sag ich mal, so Sachen anmachen wie Geräusch und Bewegungssensor. Was eigentlich ganz cool ist, wenn man, sag ich mal, still ist oder so, dass die Kamera das halt auffasst. Hallo, komme ich auch herein? Beziehungsweise muss still sein, weil wenn man was sagt, dann hört man das sozusagen im Spiel in der Umgebung, was aber natürlich von Let's Play natürlich kacke ist. Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden, nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung.
Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Okay. Wir probieren natürlich auch zu überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Ja, ist auch blöd hier, dass sie sich gegenseitig abschlachten. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Ja, und was soll ich dann nehmen? Bindemittel, ein Schuh. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, es scheint. Aber ansonsten... Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Ne, Taschenlampe, das ist natürlich cool. Ist nicht mehr so ganz so dunkel. So, Batterien. Hier die Taschenlampe selber. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. So, halten, um aufzuladen. Ah, da unten haben wir jetzt hier die Anzeige, okay. Können wir noch kurz speichern? Hier lang. Ja, ganz ruhig. Nur kurz hier einmal. So, hier kann man anmachen, wieder ausmachen. Halten zum Aufladen, okay. Ganz easy. Und nun? Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Okay. Irgendwo markiert. Lassen Sie sich umschauen. Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Jo. So, was haben wir hier? Oh, Moment. Wieder so eine Ausweiskarte. Haben Sie etwas gehört? Waren Sie das? Irgendwas bewegt sich, glaube ich, wieder hier in den Lüftungskanälen. Aber also die Batterie geht verdammt schnell, ja. Wenn man sie jetzt überlegt, ist es schon ein Drittel weg. So, und der Lüftungsschacht markiert ja auf dem Boden, an der Wand oder wo? Hier so blöde Dosen. Ist natürlich auch blöd, wenn man hier durchschleichen will oder so. Kann er mir nicht noch ein bisschen helfen? Eigentlich schaue ich mich auch jetzt nur noch ein bisschen um, ob ich irgendwas mitnehmen kann. Taschenlampe, Batterie. Ist das mit dem Aufladen? Habe ich dann eins unendlich? Oder weil ich da immer verschiedene Batterien auf Dings hier machen muss? Weiß ich es noch nicht so ganz. Also, der da ist verschlossen. Der da... Da geht's groß nicht weiter. Ach so, hier die Funken. Schon gedacht, was... Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Jo, sieht gut aus. Aber, naja, der ist zu. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, die Frage ist nur, wie lange. Los jetzt. So, dann klettern wir auch mal wieder hier hinein. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Wieso? Sind die etwa Ratten? So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Besser wie gar nichts. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Weißt du den Namen? Ich habe doch gar nicht den Namen von dem Schiff gesagt.